Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beige. Diesmal wieder mit dem Chaotenhaufen schlechthin und der Oberkartoffel. Hallo! Die da oben mit ihrem schönen Bauarbeiterhelm rumspringt. Hallo, das ist der Schönste. Ja. Und damit auch Hallo an alle anderen. Ihr müsst jetzt Hallo sagen und zwar mit viel Drum, Drum, Bam, Bam. Bam, 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 Bam. Okay. Gut, wir haben heute die Meute von vornherein ein bisschen gezügelt. Das heißt, Leo und Sassi schreien heute nicht mehr so rum. Wir hatten ja größtenteils noch irgendwelche. Was war denn das gerade für Entschuldigung? Jenny runtergeschmissen. Wir hatten gerade. Entschuldigung. Ja, jeder hatte ja von uns noch in irgendeiner Art und Weise was zu tun, hoffe ich jedenfalls. Ich werde mich heute mit der Caro mal dran machen, unseren wunderschönen Markt hier ein bisschen auszubauen. Ui. Und heute ist auch endlich wieder die Kitty mit dabei, die ja angefangen hat, am äußeren Feld eine Windmühle zu bauen. Richtig. Das war ja richtig. Ja, lag lange sehr. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis es hier weitergeht, ne? Ja. So, jetzt ist natürlich die Frage, Caro. Ja. Sag mal, wie wir das hier weitermachen. Du bist die Frau für das Ästhetische. Ich habe gedacht, es ist fertig. Machen wir da noch Bilderrahmen rein mit dem, was wir mit dem, was wir verkaufen? Ich, du? Du, ja. Jetzt schreiben die beiden da unten die ganze Zeit. Ich höre die ganze Zeit das übelste Grinsen auf der Backe. Okay, ja, Caro, dann weißt du, wie Bilderrahmen gehen? Ja. Dann machst du Bilderrahmen und ich gehe das holen, was reinkommt. Wie viele? Drei. Ja. Fünf, okay. Okay, passt auf, wir machen ja noch eine Hütte, glaube ich. Hoffe ich. Nein. Und es wurde sich gewünscht, dass wir eine Schmiede machen und eventuell eine, was war das, eine Gerberei und eventuell noch ein Schloss und eventuell noch so viel Zeug, das ist unglaublich. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Nee, aber ich wollte es ja nur mal kurz anmerken, dass wir das alles zur Kenntnis genommen haben. Ja, bitte. Aus was sollen die versprochenen Glitzerschuhe sein, Eisen oder Leder? Leder. In welchen Farbwunsch bei Leder? Gelb. Okay. Es muss ja schließlich... Was wollte ich denn jetzt hier überhaupt holen? Achso, ja, Futter. Muss ja zum Helm passen, ne? Siegessen, Nether... Hier, rohes Fleisch. Und davon nehme ich mir jetzt welches. Und... Oh, brate das. Glotzerschuhe? Hoppla. Wo sind meine Glotzerschuhe? Das passt schon wieder so richtig gut zu Leo, ne? Weil Leo einfach die Stalkerin schlechthin ist. Ich brauche noch ein paar Level. Du darfst dich jetzt gerne gegen diesen Satz wehren, Leo. Nein, ich wehre auch. Kann ich nicht. Wieso nicht? Weil es stimmt, ne? Wir haben hier kein Leder. Wie, wir haben kein Leder? Wie, wir haben kein Leder? Ja, wir haben doch Kühe, dann schnetzel mal gerade. Ja, ich habe gerade alles Leder genommen. So. Ach so, gehen damit etwa die... Ja, jetzt habe sogar ich das verstanden. Während Caro die Frames macht, gehe ich mal ganz kurz Richtung Kitty und schau mir mal an, was sie da so fabriziert. Mir fällt gerade ein, warum hast beziehungsweise du auf, es wurde in die Kommentare... Bitte? Bist du gerade rausgegangen? Ja. Bei mir hängt's. Es wurde in die Kommentare Wow, hallo, eine Verbindung vom Remote Host geschlossen. Das ist ja... Wow. Das meinte ich damit, ob du rausgegangen bist. Und das sind noch... Das ist ja toll, das ist ja mal wieder Beige Experience vom Feinsten, liebe Freunde. Was ist denn da los? Das war's jetzt mit Beige, ciao! Aus die Maus. Das ist ja toll, da sieht man mal wieder feinste Beige Power. Ich sollte das irgendwie gewährleisten, dass das nicht so passiert. Ich sorg mal es für kommt Leder von euch Schub. Keiner drauf, ne? Also ich bin noch drauf. Ich bin auch drauf. Hä? Ich bin hier rumbuddelt ohne Probleme. Wir sind nicht rausgefallen. Okay, dann bin ich ja ein richtig geiles Würstchen. Ich auch. Ich bin nämlich auch nicht drauf. Du bist schuld, du wolltest mich besuchen kommen.
Oh, ja, stimmt, ist mir jetzt gerade eingefallen. Shit. Alles Rockys Schuld. Das ist alles meine Schuld, es tut mir verdammt nochmal leid. Das wird der Titel der Folge. Alles Rockys Schuld. Oh. Au. Auf jeden Fall. Wie immer. So wie das sein muss, volle Kanüle auf den Dicken. Immer und zu jeder Jahreszeit. Auf den gut bemuskelten. Das fand ich jetzt ein kleines bisschen lustig. Hat man vielleicht gemerkt. Ups, jetzt wollte ich die Spieleaufnahme refreshen. Oh, da will mir einmal nett sein. Ist nett so. Logging in und da ist der alte Mann wieder, glaube ich. Ja, da ist er. Ich hab's geschafft bis kurz vor den Ausgang. Au! Ich hab zu viel Besuch. So, ist Kitty jetzt wieder drauf? Tatsächlich. Ja, schon. Ja. Ja, schon wieder 3 Stunden lang und du warst nicht da, du alter Sack! Ja, ich bin noch nicht weitergekommen. Das sieht nicht so aus, wie ich das will. Also, und hier kommt schon wieder ein Creeper. Du kannst wir könnten noch einfach mal wieder schlafen gehen. Oder geh zu ihnen in ihre Dreckhütte, genau, ja. Da kommt schon wieder so ein hässlicher Mensch. Ja. Wir können schlafen, Leo. Welche Farbe sollten denn da nicht haben? Weiß ich nicht, was gibt es denn alles so im Angebot? Ja, alles, was sich irgendwie färben lässt. Also ich kann schlafen. Oh, da ist noch ein Creeper drin. Wo ist ein Creeper drin? In dem Ding? Ja, in meiner Bude. Meine Hassfarbe. Ey, der steht da genau um die Ecke. Genau. Nein. Tot. Oh Gott. Ich bin der Triggermaster. Ja, aber das stimmt so nicht, wie ich das jetzt... Ich habe jetzt was verändert und jetzt steht noch gelb. So immer. Okay. Achso, also hier gibt es noch nicht mehr zu sehen als vorher. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Gut. Dann komme ich in so einer Viertelstunde wieder vorbei. Da ist die Windmühle bitte fertig. Bitte was? Ach, hallo. Dafür werde ich nicht zahlt. Werden wir jetzt eigentlich schlafen gehen? Ja, wollte ich auch mal fragen. Wenn ihr schlafen wollt, brauche ich einen Moment. Moment, Willi, du musst schon die Türen zumachen. Was Alter, soll denn warum ruckelt das denn bei mir heute so? Das ist ja ganz schlimm. Hallo. Geh mir schlafen. Willst du hier reinschlafen gehen? Was ist los? Moment, weil ich hier nicht mehr mein Bett habe. Ja. Ah, perfekt. Gut. Kommst du bitte mit? Ja. Bier. Bin schon da. Wo bist du? In unserem Bett? Im Haus. Lol, sie hat gekürzt. Wir haben dafür eine Straße, ja, dass wir die Straße auch benutzen. Nee, das ist zu einfach. Wir müssen die Straße benutzen. Ich lauf rechts. Hast du die schöne Tiefe also, gesehen? Ihr müsst jetzt nicht gar nicht mehr reden, ja? Ihr könnt auch gerne noch reden. Sag mal ganz kurz was, bitte, nur dass ihr noch lebt. Baum, baum, baum. Baum, baum, baum. Das war ja immer wieder klar, dass so ein qualifiziertes Kommentar von Sissi von Sassi kommt. Von Sissi. Jetzt war die Mischung aus Lissi und Sassi. Ich lieg die ganze Zeit im Bett, ich dachte, wir schlafen. Lissi. Franzi. Ich lieg jetzt auch im Bett. Lissi. Franzi. Moment, ich hatte mich verlaufen. Oh, du warst genau neben der Mauer. Nein, im Dorf habe ich mich verlaufen, weil ich sonst so lange nicht mehr ach, deswegen warst du gerade vor meiner Butze. Ich habe mich gerade noch umgedreht, bevor ich reingegangen bin, habe mich gefragt, was du da warst. Wo ist mein Bett? Warum ist mein Bett hier weg? Hattest du ein Bett? Ja, ich hatte ein Bett eigentlich hier in der Chill-Out-Lounge ganz alleine. Leg dich einfach in das von Sassi, beziehungsweise Lissi. Oder Jana. Naja, hier ist eins, hier sind mehrere ohne Namen, also ich nehme jetzt eins ohne Namen. Scheißegal, wer da drin lag. Kannst auch das nehmen, wo Jenny drauf stand. Genau. Die hat auch schön reingepupst und so. Och, Mann. Also meinst du mich auch? Naja. Aua, ich brenne. Warum ist mein Hund hier? Bist du gerade vor deinem eigenen Hund erschrocken? Ja. Oh, sehr gut. Das kenne ich ja nur zu gut. Wem gehören nochmal die Hunde mit rosa Halsband? Mia. Ecki. Mia. Ecki. Eckbert. Ecki da? Voll. So. Verdammt. Caro, jetzt kommen hier in die Mitte kommen 2 Dinger. Okay. Das ist aber eine präzise Beschreibung eines Teils. So, da und da. Fertig. Wow. Dann können wir Deutsch. Nächstes. Was kommt als nächstes, Caro? Deutsch. Was muss man denn noch so kaufen auf einem Weihnachtsmarkt? Oh. Oder auf einem Markt? Glühwein. Wie komme ich die ganze Zeit auf Weihnachtsmarkt? Popcorn. Glühwein. Ist egal wann. Hauptsache Glühwein. Was? Ja. Händel.
Hähnchen? Aber das ist ja, doch ein Essensstand. Das ist ein Essensstand. Wo ist dann das Händel? Der verkauft alles. Händel. Dann, oh Mann, dann Edel. Hängt noch irgendwo noch ein Frame hin. Hier, ich habe sogar noch Chicken dabei. Sehr gut. Oh, Gottes Willen. Jetzt sieht das nicht mal gut aus. Jetzt müssen wir noch ein viertes aufhängen. Was habe ich denn noch dabei? Ich habe noch Rohkartoffeln. Ich habe Zombiefleisch dabei. Ja, perfekt. Das wird die Spezialität. Passt. Das ist Steak. Das sieht so aus wie Steak. Und das behandeln wir auch wie Steak, ja? Okay. Also Leute, wer hier zu dem Stand kommt und meint, das ist kein Steak, der fliegt hier raus. Oh. So. Gut, nächstes. Rocky hart am Durchgreifen. Ich greife halt wirklich durch die Glasscheibe. Gut, was ist das hier für ein Holz? Dark Oak? Bums. Genau. Warum rede ich eigentlich die ganze Zeit? Wo ist denn Sassi und Leo? Wir dürfen ja nicht reden. Wir stehen hier. Ihr dürft ja reden. Was, bei mir? Wir sind ganz schön konzentriert. Hat jemand zwei rosa Farbstoff? Was? Farbstoff? Was mache ich eigentlich hier drin? Ich bin so verwirrt. Oder zwei rosa Blumen? Da steht da eine Kiste. Die hab ich da hingestellt. Oh. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Holz da oben die Hütte ist. Leo, du kannst uns schon mal die Fassade. Ja, ist auch gut. Vengel, brauchst du eigentlich nur blaue Wolle? Nein. Vengel. Jill doch mal. Ja, Vengel, nicht Vengel, sondern Vengel. 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 Sagst du eben so Vengel oder Vengel sagst du? Mit Vengel. SCH, Vengel. Ja, Vengel. Sehr gut, gut. Was ist denn das hier für ein Holz? Ist das etwa Oak Wood? Ja. Hat wegen des Holzschmerz für die allgemeine. Toll, gut, hast du das gemacht. Getan. Gut, hast du das gemacht. So, wo fangen wir das nächste Häuslein an? Hier. Nicht so nah. Wir müssen da ja noch einen Weg drum ballern. Meinst du, ich habe genug blaue Wolle? Nehmen wir einfach da, wo die Fackel jetzt steht. So. Nein! Lass das da! Hier. So. Gut. Machen wir das dann schon in die Richtung hier hochwärts? Oder machen wir das wohin? Wir könnten ja hier theoretisch hier hinten hin auch noch zwei Hütten machen, wo dann der Weg halt hier so lang führt, weißt du? Und die hier. Dann muss die aber weg. Und, nee, die hier geht dann hier so rüber. Okay. Hier so, guck. So? Ich kann nicht. Wie, du kannst nicht? Du passt mir Holz vor die Nase. Ja, ist doch nicht mein Problem. Doch, irgendwie schon. Ich habe keine Oakwood. Das stimmt sogar. Boah, da guckst du. Und jetzt brauchen wir noch die Dinger hier oben dazwischen. Slaps. Ja, genau. Genau die. Hier. Kannst du die da oben dazwischen machen? Hab nur einen. Wow. Okay, ganz ruhig bleiben. Fliege ich schon wieder kann raus? Kann es sein, dass es schon wieder leckt? Ja, ich wollte gerade sagen. Bei mir läuft es noch flüssig. Bei mir läuft es auch flüssig. Ja. Ich raste aus. Was ist denn hier los? Auch. Ich habe auch die schlechteste Verbindung. Ich habe nicht mal eine schlechte Verbindung. Ich fliege halt trotzdem die ganze Zeit raus. Und tschüss. Bye. Ich glaube, ihr beide rausfliegt. Diesmal so, wenn ich nicht raufkomme, bekommt ihr keine Glitzerschuhe. Nein. Niki, komm wieder. Ist halt voll kacke. Das geht nicht. Ja, danke. Da bin ich wieder, glaube ich. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Baby. Oh, sehr schön, Caro. Machst du super. Oh. Passt doch. Alles gut. Na, bist du denn? Jetzt passt es nicht mehr. Aber ich hab Slabs. Was machst du denn auch schon wieder mit Slabs? Ich hab die Glitzerschuhe. Ja. Ja. Niki kommt zum Feld. Wie kommt ihr da unter hin hier? So. Ah, da!
Entschuldigung, das wollte ich nicht. Ich wollte die Fackel abbauen. Ich hab ein Alibi. Hast du gar nicht. Ich hab voll das Alibi. Jenny, er haut mich. Der Marktplatz wächst und gedeiht. Zwar mit kleinen Schwierigkeiten im Sinne von Disconnects, aber das können wir sicherlich alle verkraften. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen und auf Wiedersehen.